pädagogisch arbeiten, wenn meine Schule keine gute Ausstattung hat oder sogar ein Handyverbot? Und das ist eine Frage, streng genommen zwei Fragen, die Studentinnen und Studenten, angehende Lehrerinnen und Lehrer nicht selten stellen, wenn sie aus der Schule, wenn sie aus dem Praktikum zurück an die Uni, an die Hochschule kommen. Und leider ist es so, dass sehr viele Schulen in Deutschland immer noch nicht gut ausgestattet sind, über eine nicht so tolle Medienausstattung verfügen, dass man medienpädagogisch arbeiten könnte oder auch, dass man mediendidaktisch ganz selbstverständlich Medien im Unterricht einsetzen kann. Leider ist es so. Warum das so ist, erkläre ich in anderen Videos. In diesem Video geht es darum, wie Sie trotzdem medienpädagogisch arbeiten können, auch wenn die Schule nicht so gut ausgestattet ist, beziehungsweise sogar dann, wenn es an der Schule ein Handyverbot gibt. Zunächst einmal möchte ich zu bedenken geben, dass man, um medienpädagogisch zu arbeiten, nicht unbedingt auch mit Medien arbeiten muss. Also das heißt, medienpädagogische Arbeit, Medien sich kritisch anzuschauen, sich damit mit Mediensystemen kritisch auseinanderzusetzen, erfordert zum Beispiel nicht unbedingt auch, dass ich Medien an der Schule haben muss, beziehungsweise dass ich mit Medien arbeite. Das vielleicht zunächst mal als Tipp. Und wenn ich aber mit Medien arbeiten möchte und die Schule trotzdem keine gute Ausstattung hat, dann gibt es inzwischen etwas, womit man hervorragend arbeiten kann und was alle Schülerinnen und Schüler mittlerweile ganz selbstverständlich in ihren Taschen haben, nämlich Handys, Smartphones, mit denen man wunderbar auch im Unterricht arbeiten kann. Man denke zum Beispiel an Mathematik, Perspektive, da kann ich die Kamera dafür nutzen. Oder mit der Kamera kann ich die Lebenswelt, da können die Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke aus ihrer Lebenswelt fotografieren und in den Unterricht bringen. Und ich kann das als Impuls nutzen, um mit den Schülerinnen und Schülern darüber ins Gespräch zu kommen. Das geht in sehr vielen Fächern. Es gibt auch Apps, mit denen man wunderbar arbeiten kann. ActionBound zum Beispiel ist eine solche App, mit der ich nicht nur in Geografie wunderbar arbeiten kann, sondern auch zum Beispiel in der Biologie oder auch in anderen Fächern. Wir haben, um das mal zu zeigen, auch beispielhaft mal ActionBound. Das ist übrigens eine, also wenn Sie sie nicht kennen, das ist übrigens eine Schnitzeljagd-App, die über GPS funktioniert und an bestimmten Orten dann bestimmte Actions, also bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen, um entsprechend dann in den Bound weiterzukommen. Im Prinzip Schnitzeljagd mit Handy, kann man sagen. Und wir haben das mal exemplarisch sogar gemacht für den Mathematikunterricht und gibt es auch auf der Webseite ActionBound, einfach mal googeln, dann finden Sie das noch einiges an weiteren Möglichkeiten, wie man es im Unterricht einsetzen kann. Es gibt aber noch viel, viel mehr Apps, die man nutzen kann und auch ganz viele Möglichkeiten, die Smartphones, die Handys auch allein mit Bordmöglichkeiten bieten. Denken Sie nur zum Beispiel mal an die Podcasts, die man einfach mit Mikrofon aufnehmen kann, ohne jetzt spezielle Apps auch nutzen zu müssen. Kann man aber natürlich entsprechend auch über die bekannten Apps. Generell, kurzer Hinweis, wenn Sie Apps benutzen, denken Sie bitte auch an den Datenschutz, aber beim Verwenden von Bordmitteln ist das in der Regel kein Problem. Das heißt also, man kann die Kamera nutzen, man kann das Mikrofon nutzen, man kann recherchieren damit. Also das heißt, Sie können ganz viel handlungsorientiert und ganz praktisch auch mit Smartphones und Handys im Unterricht arbeiten. Nun sagen aber einige der angehenden Lehrerinnen und Lehrer, der Studierenden sagen, geht auch nicht, weil an meiner Schule gibt es kein Internet, gibt es keine Möglichkeit, wie man beispielsweise auf das Netz zugreifen kann und viele Handys, gerade wenn sie Apps nutzen wollen, benötigen das. Viele Apps, die das mit einkalkulieren, zum Beispiel ActionBound, ermöglichen, dass man nicht mobile Daten nutzen muss. Das heißt also, nutzen Update-Möglichkeiten, solange man sich innerhalb eines WLAN befindet, zum Beispiel wenn es an einer Stelle, zum Beispiel im Computerraum, dann doch ein WLAN gibt, dann kann man es entsprechend aktualisieren oder den jeweiligen Bound laden und dort aus
die Schülerinnen und Schüler auf den Weg schicken. Wenn es gar kein Internet gibt an der Schule, einige kreative Lehrerinnen und Lehrer wissen sich zu helfen, indem sie ihr eigenes Handy als persönlichen Hotspot nutzen, Volumenvertrag abschließen, vielleicht zahlt es auch die Schule, und dadurch entsprechend die Schülerinnen und Schüler auf diesen Hotspot nehmen und dadurch mal kurz etwas recherchieren können. Ist natürlich nicht so elegant, wenn man das machen muss. Eigentlich das Aufgabe der Schule wäre. Aber wie gesagt, das sind Fragen anderer Videos und da gebe ich auch noch weitere Tipps. Es gibt aber auch einige Schulen, sagen dann die Studierenden, an denen ich überhaupt Handys nicht nutzen darf, weil es ein Handyverbot gibt. Und mal ganz abgesehen davon, wie sinnvoll ein solches Handyverbot ist, gibt es da doch noch eine Möglichkeit, die ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte. Denn wenn Sie Smartphones, Handys im Sinne von Bring Your Own Device, das ist das Konzept, wenn Sie da mehr dazu lesen wollen, dann das als Stichwort, als Handys, die die Schülerinnen und Schüler mit in den Unterricht bringen und als Lerngegenstand verwenden, beispielsweise wenn Sie die Kamera nutzen, als Podcast mit Actionbound oder anderen Apps, dann sind die Handys streng genommen keine Handys und keine Smartphones, die nämlich verboten sind innerhalb der Schule vielleicht, sondern es sind Lernmittel. Und Lernmittel sind natürlich erlaubt im Unterricht. Also ist es bloß die Frage des Labelings, der Definition. Und diese Definitionsmacht, die haben Sie als Lehrerin, als Lehrer. Und wenn Ihr Schulleiter schimpft, dann zeigen Sie ihm einfach dieses Video. Denn wenn Sie Handys und Smartphones sinnvoll im Unterricht einsetzen, dann kann deren Nutzung nicht verboten sein, meines Erachtens. Und dann nutzen Sie Handys, Smartphones eben nicht als Handy, als Smartphone der Schülerinnen und Schüler, sondern als sinnvolles Lernmittel und damit sollte die Nutzung erlaubt sein. Ja, jetzt soweit dieses kurze Video. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar praktische Tipps gegeben, wie man, obwohl die Schule nicht gut ausgestattet ist oder vielleicht sogar ein Handyverbot existiert, sinnvoll medienpädagogisch arbeiten kann, beziehungsweise mit Medien im Unterricht auch handlungsorientiert arbeiten kann, nämlich nicht nur im Sinne der Lehrerinnen und Lehrer, die die Medien nutzen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler, die Medien sinnvoll im Unterricht nutzen können. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich wünschenswert, wir hätten demnächst in Deutschland eine bessere Ausstattung mit Medien innerhalb der Schulen, auch mit Netzen, WLAN beispielsweise, eine Selbstverständlichkeit wäre und könnten auch viel selbstverständlicher Medien im Unterricht als Lehrerinnen und Lehrer einsetzen. Aber das ist ein weiter Weg und wer das genauer wissen will, schauen Sie in meine anderen Videos. Aber bis dahin helfen vielleicht diese ganz praktischen Tipps.